Hallo, herzlich willkommen zurück bei WoW. Wahrscheinlich eine Vorwasserge. ja, wir sind gerade angekommen. Mittlerweile haben die hier schon so eine Dings hier gebaut. Das war damals auch noch nicht da. So ein Kaminschacht hier. Plus ich gerade bauen. Ne, fahren wir mal aus. Und so ist auch so ziemlich geil. Ja, und jetzt ist hier irgendwo mein Kampfgefährt. Freund, Opfer, wenn du willst. Dahin ist er doch. Ein Goblin. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch gerade ein Viech gefangen. Ach, muss ich mal gucken. Momentchen mal. Ich sollte sowieso vorher gucken, ob alles lebt. Hier eine Level 10er Otter. Die nehme ich mit. Die habe ich gefangen. Ja, der Prärion ist ja dabei. Den werde ich austauschen für den. Ja, und zur Not erstmal mit der Hornkröte versuchen. Ansonsten nehme ich die Smaragdboa. Heilen kann ich ja alle wieder. Aufladen kann ich ja wieder alle. Und ich habe doch irgendetwas, womit ich meine Viecher heilen kann. Das ist Größe. Irgendwas war doch mit Fütter ihnen, dann hast du. Dann ist er heil. Aber hier, ey. Mondbeerensaft brauche ich nicht. Das kann ich auch entzaubern. Nee, oder auch nicht. Warte mal, uff, der Mann, ey. Kann man das nicht einfach so wegklicken kann? Ja, der kommt dahin. Der kommt so. Der kommt irgendwie hier. Wir hatten. Doch irgendwas. Leckerli, ja. Haben sie nicht verdient. Leckerli kriegen sie nicht. Schmiedekunst? Bin ich jetzt blöd? Man sieht zwar lauter Dingern hier alles nicht. So, hier ist ja nichts, ne? Aber das ist gleich, wo ich sage, süßer Nektar. Was soll ich denn damit? Kampfhaustierbandage. Alles klar. So, jetzt kann's losgehen. Kassandra Rocker Boom, zeig, was du kannst. Also los. Beeilt euch. Level 11. Eieiei. Was ist das denn? Ah ja, die sind mechanisch drauf, ja. Verstecken uns das mal. Oh fuck, effektiv. Aber auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Also ich bin ziemlich gut dabei, muss ich sagen. Ah, das ist eng. Den kriege ich nicht vorgetötet. Schade. Das heißt, ich habe noch 5 Lebenspunkte übrig. Sauber! Und jetzt ein Crit. Bam! Sauber, so muss das sein. Immerhin, immerhin. Oh shit! What the fuck? Scheiße! Oh kacke, die haben wieder Reds Dingens. Oh ne, jetzt haben die Rion. Super. Oh, das wird nichts gegen die alte. Mm-mm. Da muss ich später nochmal wiederkommen. Oh shit. Guck mal hier, das Hühnchen hat Raketen an der Seite. Oh shit, sauber! So, jetzt steht auch nicht nochmal auf. Gagatron. Oh ne, wie viel? Die Hund nehme ich das nächste Mal nicht mit. Achso. Wir fliegen hoch. Alles klar, Gagatron. Ei, Karamba. Ne, dagegen habe ich nichts. Gegen die kann ich nichts machen. Die sind so stark, haben so viele Lebenspunkte. Das ist ja derbe. Was macht man denn gegen solche Viecher? Ja, scheiße, bringt nichts. Dann laufe ich weiter, dann gehe ich lieber weiter questen, ey. Dann komme ich irgendwann mal wieder, wenn ich mir ein anderes Viech gefangen habe. Was 3-4 Level drüber ist und dann auf die Art gemacht werden kann. Weil das hat ja gar keinen Sinn, ey. Das macht ja null Sinn, ey. Kommt ja auch noch, selbst wenn du den umlegst, kommt der wieder. Da freust du dich schon, dass du diesen 628 Lebenspunkte starkes Haustier umnieten konntest. Ja, nö, Retz. Gut, danach wäre ich eh nicht weitergekommen, aber die anderen hätten sich auch geretzt. Hätte ich den zweiten Gagatron hier gelegt, dann hätte er sich auch geretzt. Und dann, ja, weiß ich nicht, mein letztes Tier mit 5 Lebenspunkten muss dann gegen den dritten kämpfen da von ihr, der wieder mit voller Punktzahl rauskommt. Und, nee, das hätte nichts gebracht.
Obwohl die nur ein, zwei Level drüber sind, aber so ein gewaltiger Unterschied. Das ist krass, ey. Da kannst du, was soll ich dagegen machen, ey, wirklich. Was läuft denn jetzt hier noch? Also ein scheiß Kalb, ey, ist auch nur Level 9. Was hat er denn hier für ein Problem? Da stinkt sie alle tot, sagt er. Er sammelt sie sich. Ja, mein Freund, der geht aber mit auf meine Kappe. Was ist das denn? Wo war das? Das war weg hier. Questgegenstand. Ach, das muss ich ihm wahrscheinlich geben. Gleich, pass mal auf. Nee, Tüte 13 stachelt Eva. Gut, da sind wir gerade auf der Ecke. Das machen wir doch schnell. Irgendwie. Ach, da, Quest jetzt an sie. Da geht das. Findet 6 Blutsplitter-Schmuckstücke bei Stachel Eva. Ach so, hier, die Quest, alles klar. Die war damals natürlich so nicht machbar, aber es gab sie schon. Die war natürlich anders anzunehmen. Jetzt haben sie so gemacht. Okay, warum nicht? Naja, dann killen wir die halt schnell, ne? Gehört ja mit dazu. Und aus dem Droppen soll auch noch gleich das, was wir brauchen. Schnell! Wo seid ihr denn? Ah, schön, dass ihr auch nicht kommt. Danke! Alter, wie lange brauchen die wirklich, ja? Ich sollte mal gucken, ob dem was gedroppt hat. Siehste? Ah, Priro und Level 10. Das wäre natürlich auch. Naja, wird auch nicht viel bringen. Der macht dann kaum bis gar keinen Schaden, der Düssel. Alle mal bitte zusammenkommen und tschüss. Komm. Zack, zack. Ein bisschen heilen. Okay. Naja, geht doch. Ein bisschen AOE halbwegs. wie viel brauchen wir noch? Ein töten und 2 Zähne. Oder, naja, Splitter, Blutsplitter, Schmuckstücke, Entschuldigung. Mein Fehler. Geht aber wesentlich schneller als damals. Damals brauchst du, glaube ich, mal 30 Zähne auch noch oder sowas. Von den 15 Töten, von den 15 irgendwie sowas. Hier warst du ordentlich unterwegs, so. So ein Schmuckstück. Nimm mal den mit. Ich bin außer Reichweite. So. Ja, jetzt kriegen wir 3, super. Egal, fertig ist fertig. Hat jetzt noch nicht lange gedauert, ne? Können wir die EP mal eben mitnehmen? Na, wird es ein Level up werden? Nee. Nee. 10.000 kriegen wir jetzt dazu. Wer kämpft hier? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Beruhig dich. Ach, annehmen, bin ich doof? Bin ich bereit zur Abgabe? Wie gebe ich dir denn ab? Ah, toll. So ein Shit. Hier vorne irgendwo angeblich.
Ah, gut. Jetzt soll ich da hinten hin, in die Mine. Nee, die breche ich ab. Seid gegrüßt. Ach, das ist Uldaman. Dann lassen wir das. Oder? Ach, das ist Busy Cassandra Boom, alles klar. Ne, dann gehen wir weiter nach 1000 Needles. Oder 1000 Nadeln. Eurem nächsten Spielplatz um Ecke. Level 9. Ha! Rache, Mann, Rache. Aber sieht viel geiler aus, viel detaillierter als damals hier, so mit schönen Dornen überall, so auf dem Boden, mit Wurzeln. Richtige Befestigungsanlagen jetzt hier. Viel atmosphärischer, viel geiler als damals. Obwohl es damals seinen eigenen Charme und seine eigene, seine eigene Atmosphäre natürlich hatte, die auch ganz geil auf ihre Art war. So, der große Aufzug. Ja, geht der noch? Ne, der ist Schrott. Ja, siehst du. Wie kommt man jetzt wohin? Ich kann ja nicht jetzt hier schwimmen. Muss ich jetzt schwimmen? Hui. Flunsch. Ach, was ist man hier damals lang gelaufen und hat die ganzen Viecher getötet? Was ist das denn? Eine Schwimmschnecke! Witze, jetzt habe ich alles gesehen. Düster Wolkengipfel. Jetzt wisst ihr, ob ich ohne Viech schneller schwimmen könnte, weil irgendwie wirkt mir das gerade ziemlich langsam. Und wie komme ich da hoch? Um Gottes Willen. Aha, hier. Oder? Nee, ne? Oder? Oder doch? Oder doch? Oder nee? Oder nee? Nee, 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 doch, nee, doch, nee. Dann nicht. Ach. So, hier ist ja irgendwo da hinten. Shit. Hätte ich wahrscheinlich durch diesen Dschungel gemusst, wa? Naja, die werden ja irgendwas gemacht haben für Leute, die so dämlich sind und nicht in diesen See springen. Dass die hier irgendwie einigermaßen noch wieder rauskommen können. Ah, guck, da. Oder nicht? Ist das ein Hoffnungsschimmer? Ein eingestürzter Brücke, was ist das denn da? Ach so. Da geht auf jeden Fall. Oh, Herr Böser. Level 41. Herrscher der Grimmtoten. Hallo. Oh Gott. Sie haben mich gesehen. Sie wollen mich angreifen. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Verpiss dich! Kann man unter Wasser kämpfen. Oder im Wasser. Oder geht ja. Hau mal weg. Mal ein bisschen mehr zu kämpfen. Aber ist auch nicht gerade schlimm. So, zack, zack, zack. Sauber. Und wir kommen nach oben. Auf jeden Fall gehört das Territorium nicht mehr der Horde, wie ich sehe. Die Grimme-Totems haben sich ausgebreitet. Waren die schon immer hier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, nicht, dass ich erzähle. Ja, hier oben, nee, hier oben konnte man retzen, Quests annehmen, etc. Scheiße, betäubt. Jetzt haben wir bloß dort weiter. Aha. Kann man das denn schon entzaubern? Auch nicht, na super. Oh, Leute, Leute, Leute. Hallo! Gibt doch wenigstens gut EP. Schon wieder einer. Du ahnst es nicht. Aber ich gesehen, das ist gut Stoff, ne? Hm.
Wenn wir jetzt eine Quest dafür hätten, wäre natürlich auch toll. Weil jetzt haben wir alle getötet und bekommen das... Oh, oh. Und bekommen wir jetzt natürlich gleich jetzt die Quest dafür. Wo ist denn mein Viech? Oder der kämpft irgendwo und stirbt. Und da ist er ja. Hallo. Hallo, Knecht Ruprecht. Warum scheint das... Es ist schon ganz viel. Guck mal, da sind ganz viele von denen. Hahaha. Hallo. Oh Gott. Ja, so schnell kann es gehen. Alter. Das war ja eine tolle Idee, hier lang zu laufen. Von ich habe keine Quest. Ich fliege alle um und das bringt mir noch nicht mal was. Außer natürlich hier die normalen IP, ja. Mal abgesehen, aber... Oh. Das mit dem Mana, ey. Damals, wenn ich hier Lebensentzug gemacht habe, da ging mein Mana auch gleichzeitig runter. Das heißt, ich musste danach wieder Adalas machen, Lebensentzug Adalas und das einigermaßen so lange, bis ein vernünftiger Pegel rausgekommen ist, dass ich bei beiden einigermaßen gut dastehe. Das ist auch mittlerweile viel einfacher geworden. Ihr Säcke, ihr Blöden. Pam. GG. Vielleicht ist da hinten doch noch irgendwas. Dass die zwei hier rumlaufen. Oh Gott, da kommen die nächsten schon wieder. Oh, heftig. Vor allem Level 42, das ist ein ganz guter Gegenkill. Hat damals aber, glaube ich, eher Level 30 Gebiet hier, oder? Wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Greife nicht an, ist okay, bleib liegen. Alles gut. Und haben wir noch einen Trank dabei, natürlich nicht. Ja, guck mal, so geil, die Scheiße. Betäubt er mich? Ich dachte, den haben sie in der Zwischenzeit umgelischt. Wir hätten so eine schöne Nacht. Einfach Bübschen noch einmal. Sakrilika. Kruzi Sakrilika fixen. Hallo, was ist denn da los? Ich drück und drück. So, gleich noch Level ab. Dann sind wir Level 40, glaube ich schon, ne? Ich meine, jetzt ohne Level Equip geht das Leveln sau scheiße schnell. Das ist ja so ein Sofortzauber. Jetzt habe ich einen Heiltrank. Das ist vielleicht auf der Ecke hier auch gar nicht mal so verkehrt. Ich werde erstmal was essen, dann haben wir die beiden Sachen auch aus dem Inventar raus. Ja, vorsichtshalber mal lassen. Vorsichtshalber mal lassen. Das erste Mal, dass ich essen muss, Leute. Langsam geht's los. Wir können auch bald schon nach 15 Level.
Da können wir schon nach PC rein, ne? Man muss ja gar nicht ins Level 60 laufen. Nee, Level 57. Dann sind es jetzt noch 18, aber danach noch 17, wenn wir gleich aufgelevelt sind. So, machen wir erstmal den drauf. Den, wir nehmen jetzt das ganze Dorf auseinander. Müssen wir ja, ich muss ja nach unten durch. Aber interessant, gut, dass ich rausgefunden habe, dass das Ding kanalisiert, sonst, ne? Drückt man immer und fragt sich, warum kommt denn da nichts? Habe ich mich eh schon teilweise gefragt, hab gedacht, was soll denn das? Das ist doch total überflüssig, oh Gott. Euer Dämon knistert vor dämonischer Energie. Die einen gibt innerhalb von 10 Metern um jeden eurer Dämonen im Verlauf von 2,9 Sekunden 170 Schaden zufügt. Jeden eurer Dämonen. Ach, schönes Ding. Also ich, das ist quasi. Hau ich die damit selber runter. So, kommen alle her hier. Oh Gott. Dann nehmen wir die auch noch mit. Hahaha. Das wird ja jetzt schön. Nehmen wir schon mal den. Einschlag. Oh scheiße, Einschlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schnell trinken. Ja, also. Die, oh nein! Was ist jetzt? Stufe 40. Glück gehabt. Boah, ich dachte jetzt, jetzt spielt mir der Rechner ab. Ja gut, ist ja theoretisch auch. Ist ja kurzzeitig stehen geblieben. Was schon da gerade geübter Reiter? Ja, sauber haben wir es hingekriegt. Jetzt soll ich jetzt mal trinken. So schnell. Boah. Gut geschafft. So, dann essen wir nochmal den hier und trinken nochmal den Mondbeerensaft, wo auch immer der gerade ist. Da. Bei der Gelegenheit packen wir die Wolle da hin. So. Geübter Reiter. Ach, wir haben noch was gekriegt. Teufelswache beschwören. Sauber. Dann nehme ich doch lieber den. Ach, ist der kleinste. War auch größer. Sonst gab es nichts dazu. Na gut, Ananas habe ich ja noch. Den hatte ich aber vorher schon. Furcht, bla bla bla. Hier nicht. Dämonologie. Hallo? Achso, das war Dämonologie. Okay. Ach, hier, guck mal. Dämonenbeschwörung wird auch hier so drüber angezeigt. Ist auch geil gemacht. So, und allgemein haben wir jetzt den geübten Rider. Ihr könnt das Reiten schneller Bodenreittiere von eurem Reitlehrer erlernen. Ah, das muss ich vom Reitlehrer erlernen. Okay, den gibt's noch umsonst und den muss ich, alles klar. Gut zu witten. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rauskomme. Düster Wolkengipfel. Hier auf der anderen Seite ist wieder, das ist ja auch, guck mal da. Fizzles und Potsix Turbo Dampfer, 1000 Nadel. Ah, der Dampfer, den kenne ich auch noch. So, was sagt unser Gold eigentlich? Naja, ist nicht so gerade so doll angehäuft. Schnell raus hier, scheiß aufs Kämpfen. So. Ja, der Dussel kommt hinterher gejumpt, sauber. Dann wollen wir jetzt mal zum Dampfer losschippern. Ist aber ganz schön weit. Und ja, bis jetzt, wenn man sich oben durchkloppt, ey, da schwimme ich lieber unten lang. Ist aber auch keine Möglichkeit, hier irgendwie mal an Land da hinten zu kommen und da lang zu reiten. Bestimmt. Aber ich mach's garantiert falsch. Alles kaputt hier, was die. Oh, ist aber ein langer Baum. Wie haben sie den denn bitte hergekriegt? Vor allen Dingen oben so geschnitzt und. Ne? Also, hallo, Blizzard. Ein bisschen Realismus, bitte. Mann, ist das noch weit. Ist das noch weit? Leute, dann mache ich hier lieber einen Cut, bevor ihr euch den ganzen Scheiß anguckt, wie ich hier durch das Wasser paddel.
Haha, Wortspiel, verstehst du? Einer, der es zuguckt, der versteht's. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Wir sind Level 40, wir können endlich geübt reiten. Der Freiwindposten, da ist er doch. Aber Schrott. Oder kann man hier hoch? Kann man hier hoch? Ne? Auf jeden Fall, wie gesagt, freut es mich, dass ihr zugeschaltet habt. Eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr es beim nächsten Mal wieder tätet. Und auch das Video teilt mit euren Freunden, damit sie auch einschalten. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, schön Dings da lassen. Abo, ja? Oh Gott, was ist denn da los? Weil dann seid ihr immer auf dem laufenden Stand. Ich mache jetzt auch Pokémon Rot Edition Folgen. Gerade heute neu rausgekommen, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme, am 11. Folge 1 ging online, ja, für die, die es nochmal sehen wollten, bei dem ganzen Pokémon Go Hype. Ja, wie damals die Ursprünge waren, quasi. Ja, und andere Projekte werden auch noch folgen. Bleibt dran. Ich pfeife auf euch. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Freut mich, wenn ihr wieder einschalten werdet. Einschaltet. Ihr wisst schon, bis zum nächsten Mal. Ciao.